Hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, Lieben, heute machen wir zusammen Spätzle. Was braucht ihr dafür? Eier, Quark, Salz, Muskatnuss, Selterwasser, Hartweizengrieß, also ein spezielles Knöpflemehl, Pfeffer und das war's. Also Lieben, nochmal kurz zu Mehl. Wer kein Knöpflemehl oder spezielles Spätzlemehl zu Hause hat, der kann auch normales Mehl nehmen. Ich zeige euch gleich, wie wir den Teig machen. Also ich würde sagen, direkt in die Maschine gesucht und dann zeige ich euch, was ich meine. Also, was ihr mal sicher reinmachen könnt, ist das Mehl. Den Quark, weil dieser hat einen sehr wenigen flüssigen Anteil. Und wir haben jetzt 3 Eier im Rezept. Ich mache jetzt mal 2 und schau mal, wie das kommt. Das könnt ihr alles zusammen machen. Dann eine Prise Salz. Oder machen wir 2. Da könnt ihr ruhig ordentlich Salz machen, weil der Teig selber hat sonst keinen Geschmack. Dann wenig Muskat. Dann Pfeffer. Das reicht. Und ich gebe nur ganz wenig vom Wasser mit dazu. Ja, also jetzt wird dieser Teig geschlagen, bis er Blasen schlägt. Also, jetzt kann ich es euch jetzt gerade zeigen. Ihr seht, beim Verrühren ist das schon ziemlich dick, deswegen geben wir das dritte Ei gleich mit dazu. Und ich glaube, das bisschen Wasser können wir auch noch machen. Und dann lassen wir das rühren. Also Lieben, es kommen hier ganz wenig kleine Blasen. Ich glaube, hier sieht man das. Vielleicht kann Schatzi noch ein bisschen näher ranzoomen. Hier kommen die ersten. Ich mache jetzt noch das so, wir nehmen jetzt den Teig und ich nehme einen Löffel und dann schlage ich das nochmal mit dem Löffel nach. Und wenn der dann richtig große Blasen schlägt, dann lasse ich den Teig 30 Minuten ruhen. Klassischer Spätzleteig ist ja Manpower-Arbeit. Normal nimmt man einen Löffel und schlägt dann den Teig so lange, bis er Blasen schlägt. Es gibt natürlich heutzutage die Möglichkeit mit einer Küchenmaschine, wie wir es gerade gemacht haben, aber ich denk mal, der Schluss, der Rest, das macht man lieber selber mit der Hand, mit so einem schönen Löffel, wo man den Teig richtig klatschen kann, dass es richtig Luft runter geht, dass er richtig Blasen schlägt. Das ist wichtig, weil dieses Mehl, was ihr verwendet, oder dieser Hartweizengrieß, der muss zum Schluss quellen. Und beim normalen Mehl ist es hier der Klebereiweiß, dass es richtig schön quellt, dass die Spätzle schön aufgeht nachher. Viele sagen ja, wenn man einen Schuss Selterwasser mit in die Bratpfanne gibt, wenn man nachher diese Spätzle durch Butter zieht, bläht sich die Spätzle nochmal auf. Das stimmt schon. Aber der wichtige Grund, warum Spätzle eigentlich schön fluffig werden, liegt daran, dass man ihn wirklich lange, lange schlägt und wirklich die Blasen kommen. Weil wenn die Blasen nicht kommen, dann ist dieser Spätzleteig gar nichts. Das ist ein Unterschied, ein geschmacklicher Unterschied. Und das merkt ihr, wenn ihr diesen Teig, ich sage mal, husch-husch macht oder wenn ihr wirklich da ein bisschen Zeit investiert. Also ich verschlag den jetzt nochmal, den Teig. Er schlägt jetzt schon ganz kleine Blasen, aber da muss so richtig große Blasen kommen. Und wenn ich den Teig soweit habe, dann zeige ich euch das da unten in dem kleinen Fenster. Könnt ihr dann mal schauen, wie es aussieht. Der Teig ist soweit gut. Unten im Fenster seht ihr es dann. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir den 30 Minuten ruhen und dann machen wir Spätzle. Also Lieben, ich bin noch völlig aus der Puste, weil ich habe den Teig nochmal müssen nachschlagen, weil er hat zwar Blasen geschlagen, aber so diese ganz großen, die kommen zwar, aber dann platzen die so schnell auf und dann sieht man sich richtig. Da muss man mit der Kamera wirklich lange mal fummeln, bis wir das eingefangen haben. Ich hoffe, ihr seht es. Aber wichtig, wirklich wichtig, der Teig muss, er muss Blasen schlagen. Und ihr seht, ich bin ja aus der Puste, weil ich wirklich
wie einfach ich den Teig geschlagen habe. Es gibt Möglichkeiten. Diese Methode, die zeige ich euch jetzt. Da drauf, hier Teig rein, schieben und fertig. Eigentlich sehr einfach. Easy für die Leute, die es schnell haben wollen. Oder für diejenigen, die es ganz klassisch wollen, wie es im Schwäbeländle so gemacht wird, mit einem klassischen Spätzlebrett. Das Wasser ist hier gleich am Kochen. Ganz wichtig, viel Salz. Spätzle, Teigwaren, generell alles, was gekocht wird, ordentlich Salz dazu. Jetzt noch ein Tipp zu den Spätzle. Viele sind ja der Meinung, dass Spätzle, wenn sie nach oben kommen und oben schwimmen, dass sie gekocht sind. Das stimmt nicht. Warum? Sage ich euch, wenn wir hier fertig sind. Also, jetzt machen wir, ja, das kocht leicht. Zu sehr würde ich es auch nicht kochen lassen, weil dann kann es passieren, dass wenn ihr diesen Spätzleteig reinmacht, dass er ja unten anfängt schon zu kochen, zu alles hier zu verkleben, weil das Ei gerinnt. Deswegen, so wie es jetzt ist, ist eigentlich ganz gut. So. Und jetzt mache ich den Teig da rein. So. Und dann müssen wir nur... So, ihr seht, die schwimmen oben und jetzt sind die meisten der Meinung, dass die Spätzle oder die Knöpfle gut sind. Das sind sie nicht, weil es muss einmal richtig aufkochen und dann ist die Spätzle auch gekocht, weil das Ei, also dieser Teig ist noch nicht richtig gekocht, das schwimmt zwar oben, das heißt aber noch lange nicht, dass die Spätzle gut ist. So, und das müssen wir jetzt richtig aufkochen lassen. Bis das nicht passiert ist, nehmen wir die Spätzle auch nicht raus. Ihr seht, jetzt kommt das zum Kochen. Und das könnt ihr ruhig eine Minute kochen lassen. Oder mal sicher 20 Sekunden, dass das wirklich durchgekocht wird. Weil manchmal hat es oben noch Spätzle, die sind gerade reingeplumpst und sind noch gar nicht gekocht. Und dann nehmt ihr das mit raus und zum Schluss habt ihr einen Klumpen. Und dann wundert sich viele, warum das denn in der Pfanne alles zusammenpappt oder nicht schön lose ist. Das ist genau das, weil die Spätzle nicht richtig gekocht ist. So, ich denke mal, das ist ganz gut. Und jetzt gehen wir rüber ins Eiswasser. Und dann lassen wir die abkühlen. Und jetzt gehen wir gleich in den nächsten Schritt über und machen handgeschabte. Brett nass machen. So, auch die Palette. Dann brauchen wir etwas Teig. Das reicht. Messer wieder nass machen. Oder die Palette, je nachdem, was ihr habt. Und verstreicht ihr das so flach wie möglich. Dann geht ihr nochmal rein. Und jetzt ganz wichtig, in das heiße Wasser rein. Und dann den Teig wieder nach vorne schieben, flach, ihr könnt das auch langsam machen, das ist glaube ich die bessere Methode in dem Fall, dass ihr seht, was ich da mache. Man kann es natürlich auch schnell machen und ihr seht wahrscheinlich schon den Unterschied, diese sind viel dicker und man sieht auch, dass sie handgeschabt sind, weil die unterschiedliche Größe da ist. Also. Und ihr seht, was ihr aus so wenig Teig an Spätzle rausbringt, das ist schon eine ganze Menge. Und das Spätzlebrett hier ist ja hier unten abgeflacht, dass denn dieser Teig nachher besser reinrutscht. Den ersten Teil schon fertig. Wie gesagt, wieder aufkochen das Ganze. Und ich zeige euch dann nachher noch den Unterschied zwischen handgeschabten Spätzlen und die mit diesem Spätzlegerät. Gehen die wieder ins Eiswasser.
denke mal, das, was ich euch zeigen wollte, habt ihr gesehen. Der Unterschied ist der ganz essentielle. Mit dieser Maschine, mit diesem Gerät, was man hat, geht es schneller, es ist gleichmäßiger, es sieht eigentlich de facto fast aus wie gekauft, nur dass man es selber gemacht hat. Die handgeschabten sind meines Erachtens, sie sind ein bisschen gröber, sie sind ein bisschen krümmer, sie sind nicht akkurat, aber ich finde genau das ist das, was die Spätzle meines Erachtens so sexy macht, wenn man sie selber macht. Erstens mal schmecken sie, zweitens weiß man, was man drin ist und drittens verrate ich euch gleich noch, wie man diese Teile noch mehr pimpen kann und was da noch für geile Sachen möglich sind. Also das war's und jetzt geht's in die Aufnahme. Ihr seht, das sind die mit diesem Spätzle-Schaber, also Gerät, was man da hat, wo man nur hin und her schieben muss. Und das sind die vom Spätzle-Brett. Ich glaube, ihr seht den Unterschied. Ich denke mal, die Version lässt sich viel besser braten wie die hier, weil die haben einen Nachteil. Die gehen sehr schnell trocken. Die vermögen das, wenn man sie kurz durch die Pfanne zieht mit ein bisschen Butter. Ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, Spätzle zu pimpen. Erstens, man kann sie färben. Entweder mit Kurkuma, dann sind sie richtig schön gelb. Diese sind jetzt ganz original. Und die Spätzle wird auch im Normalfall nicht gebraten, sondern wenn, maximal durch Butter gezogen. Und das war's. Hier in der Schweiz völlig anders. Die Schweizer lieben es, wenn die Spätzle angebraten ist. Oder wir sagen den ja gerne hier in der Schweiz Spätzli. Zweitens, man kann natürlich auch mit Gemüse arbeiten. Man kann Randen, also rote Beete kochen, richtig weich kochen, fein vermixen und anstelle des Quarks die Rande, sprich die rote Beete nehmen, um den Teig zu färben. Man kann das aber auch mit Spinat machen. Man kann das mit jenem Gemüse machen, was man gerne hat und kann sich da wirklich ausprobieren, austoben, was das Herz begehrt, worauf man Lust hat. Das sind Spätzle. Man kann auch mit Kartoffelsorten, man kann Süßkartoffelspätzle machen. Also anstelle von Rande Spinat kann man Süßkartoffel verkochen, dann geben sie so einen leichten süßen Touch und passen sehr gut in Wildgerichte rein, denn der Monat Februar ist ja ein Wildmonat, also dann gibt es Hirsch und Reh. Und was passt besser dazu wie Spätzle? Wer nicht das Alltägliche will, kann sich da gerne ausprobieren. Wie gesagt, ich habe euch jetzt ein paar Varianten gezeigt. Im Artikel zeige ich euch dann noch ein paar Bilder, wie ich das mache. Und was ganz wichtig ist, ein paar Tipps und Tricks und was ihr sonst noch alles machen könnt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben, Kommentar nach da unten, abonnieren nicht vergessen und da oben im i ist der Artikel verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, freue mich auf eure Kommentare. Bis ins nächste Video. Alles Liebe, euer Marcel Brenz.